Landjugend! Hoch! Landjugend! Hoch! Grüß euch, ich bin die Manuela. Und es wundert euch jetzt sicher, warum die Landjugend da Kögelschreiben tut. Und warum das so ist, das erklären wir euch jetzt. Ja, ich darf euch ganz herzlich begrüßen da bei der Landjugend Hoch. Ja, wir sind da Kögelschreiben, das machen wir jährlich. Das ist einerseits, dass wir zusammenkommen, weil wir gern gesellige Leute sind und gern unsere Garde haben, aber auch für unsere neuen Mitglieder, dass wir uns einfach ein bisschen kennenlernen und dass wir denen ein bisschen was über die Landjugend erzählen. Und auch euch darf mir jetzt ein bisschen erzählen, was bei uns über das ganze Jahr so passiert und was wir im ganzen Jahr so treiben. Normal fängt das Jahr im Jänner an, bei uns bei der Landjugend jedoch schon im Oktober. Und das haben wir alles bei uns im Protokollbuch niedergeschrieben. So, beginnen wird das Jahr bei uns am 7. Oktober mit dem Erntedankfest. Dort, wie man drüber zeigt, sammeln wir alle Weizen oder anderes Getreide und binden es zu einer Erntekrone zusammen, damit wir es bei uns in Hoog in der Kirche vorführen können. Dann haben wir noch das Völkerballturnier oder unsere Hui-Pfui-Aktion in Hoog, wo wir gemeinsam die Stadt vom Müll befreien. Aber unser Highlight im Jahr ist der Maidanz in Hundersing. Das ist ein Fest, das wir ein ganzes Monat dort zum Auf- und Abbauen. Da hilft die ganze Landjugend zusammen. Ja, und wenn wir gerade von zusammenhelfen und zusammenholen reden, damals, wie die Landjugend entstanden ist, das war kurz nach dem Krieg, war das Bildungsverein. Es haben damals die Erwachsenen, also die älteren Leute, die Jungen ihren Wissen weitergeben. Es war damals noch getrennt, die Burschen und die Mädels. Die Burschen eben die landwirtschaftlichen Sachen, für die Mädels eher die hauswirtschaftlichen Sachen. Und durch die Zeit ist halt dann eben die heutige Landjugend daraus entstanden. Ich finde es so klasse, dass wir mit der Landjugend auch immer in ganz Oberösterreich zu anderen Landjugenden fahren und da halt zu viel Festl kommen und da neue Leute kennenlernen und einfach eine Gaudi hat und schön beieinander sitzt. Also ich finde klasse in der Landjugend, dass sie viele Gemeinschaften gebildet haben, dass sie innerhalb der Ortsgruppen viele neue Freundschaften gebildet haben und durch das halt man weiter mit umkommt, eben auch außerhalb der Ortsgruppen im ganzen Bezirk und in ganz Oberösterreich. Ich bin gern bei der Landjugend auch dabei, weil wir sehr viele schöne Traditionen haben und die weiterführen, auch im modernen Sinn mit Auftanzproben. Und ja, es ist einfach schön, weil das über das ganze Jahr verteilt ist. Ich möchte mich jetzt im Namen der gesamten Landjugend Hoog verabschieden mit einem recht herzlichen Viertel!